Seit vielen Jahren, jetzt im fünften Jahr, ne, bin ich bei den Merlins, habe immer Fotos gemacht und habe immer geguckt, dass wir so ein bisschen auch was Neues machen. Es gab dann immer für die Playoffs und von einzelnen Spielen Videoclips. Und ja, ich hatte irgendwie Bock, dass wir mal ein bisschen mehr machen. Und dann ist es auch letztes Jahr schon mit Lukas irgendwie mal im Gespräch gewesen, sollen wir eine Videodoku machen und hast du hier gesehen, hast du da gesehen. Im ersten Gedanke einfach, ja okay, wahrscheinlich nicht ganz so groß, wie es jetzt geworden ist. Aber das hat sich einfach dann mit der Zeit entwickelt, mit dem Laufe der Saison. Dann haben wir die ersten Spiele gehabt und ich habe immer fotografiert und gefilmt, so ein bisschen gleichzeitig. Ja, und dann haben wir so die ersten 3, 4 Siege eingefahren und alle waren total überrascht. Was heißt überrascht? Das war ein gutes Gefühl in der Luft, aber es war unglaublich, was da so passiert ist, wenn man die letzte Saison miterlebt hat. Und dann habe ich geguckt, was braucht man von meinem Konstrukt aus, und das war auf einmal ich, der mit 2 Kameras rumläuft und filmt und fotografiert gleichzeitig. Und ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig anstrengend für den Kopf, da alles irgendwie beisammen zu behalten, und es wäre total entspannt, nur eine der Sachen zu machen. Also meine Aufgaben waren jetzt grundsätzlich nicht in den laufenden Tätigkeiten irgendwo da mitzumischen, sondern eher da irgendwo strategisch mitzureden, Gedanken mit einzubringen, was auch den Verein irgendwo ausmacht. Sind natürlich auch mega dankbar, dass der Philipp da den Dustin noch mit reingebracht hat. Ich habe mich Ende 2019, so um die Weihnachtszeit, mit Philipp mal getroffen. Und da hat er mir eben erzählt von der Doku, die sie mit den Merlins planen. Und da ich eben so ein bisschen Erfahrung vor allem im Sportjournalismus habe, war die Idee, ob ich nicht da einsteigen möchte und ein bisschen Input gebe, was die Story betrifft, was den Aufbau der Episoden betrifft. Jetzt kam Dustin noch dazu, der da einen wahnsinnig tollen Job macht. Und ich habe gedacht, ich kann da irgendwie mich ein bisschen mehr einbringen und noch irgendwie hier und da ein bisschen was machen, aber da ist irgendwie nur noch Feintuning drin, weil das dann irgendwie so viel gute Einfälle hat und geilen Kram macht, dass das irgendwie alles sehr, sehr gut ineinander greift und jeder kann sich auf das konzentrieren, was er irgendwie besonders gut kann. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass eine Doku geplant ist, war ich positiv überrascht und auch, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, sehr passend, weil im Basketball es ja nicht so ist, wie im Fußball zum Beispiel, dass Eindrücke hinter den Kulissen öffentlich gemacht werden. Und ich konnte mir extrem gut vorstellen, dass das bei uns, auch gerade bei unseren Fans, die eh schon sehr nah an uns dran sind, aber noch mehr Eindrücke bekommen, dass das auf positives Feedback stößt. Und deswegen fand ich die Idee von Anfang an eigentlich ganz gut. Ja. Ich fand die Idee halt spannend, sowas für einen Basketballverein zu machen, weil es meines Wissens sowas in größerem Umfang noch nicht gab. Aus meiner Sicht auch ein bisschen vielleicht ein Problem von Basketball in Deutschland ist, dass es nicht wirklich zugänglich für eine breite Masse ist, dass man sehr nah rankommt an die Teams und sowas. Das habe ich bis dato noch nicht gesehen und darum fand ich es sehr interessant, da mitzumachen. Den Aufwand bei so einer Doku zu schätzen, ist irgendwie total schwierig. Den Bildband, den wir die letzten Jahre gemacht haben, der ist irgendwie ein bisschen einfacher zu schätzen. Man macht so 600-700 Bilder pro Spiel und dann bearbeitet man 100 Bilder, dass jeder Spieler ein bisschen was für Social hat und für all den anderen Kram. Und wir als Merlins für Banner und für die Bespielung von verschiedenen Medien. Und jetzt sagt man, okay, man macht einen kleinen Clip zum Beispiel von den Playoffs in der Aufstiegssaison, ne? Und dann sagst du so, okay, alles klar, das ist so und so viel Material und dann dauert es da einen Tag, bis das geschnitten ist. Und wenn man jetzt aber auf einmal 20 Spiele filmt und Interviews macht und drumherum filmt, dann ist es auf einmal unüberschaubar. Man kann es sich nicht mehr richtig vorstellen, wie viel das wird. Und ich bin eigentlich froh, dass ich mich nicht durch das ganze Videomaterial durchkämpfen muss. Ich versuche schon sehr sparsam zu sein. Aber manchmal geht es auch gar nicht. Ne? Es passieren so viele geile Momente, ob das in der Kabine ist oder nicht. Da bringt es auch nichts, irgendwie Material zu sparen. Ich habe im Prinzip die komplette Saison der Merlins nochmal real life miterlebt, als ich das ganze Footage von Philipp durchgeschaut habe. Ich bin schon ein bisschen mit der Vorspultaste unterwegs gewesen, sonst hätte ich ja irgendwie Wochen gebraucht, allein um das Material einmal durchzugucken. Ich muss entscheiden, was für Bildmaterial brauchen wir sicher für die Episoden und was nicht. Und dann muss man halt manchmal auch ein bisschen rigoros irgendwie sein. Und ich bin froh, dass Philipp vielleicht nicht währenddessen die ganze Zeit guckt, was ich weglasse. Aber ja, man kann eben nicht alles nehmen. Wenig später war ich dann auch das erste Mal bei den Merlins dabei, habe die Leute kennengelernt, die ich davor schon stundenweise auf Videomaterial gesehen habe, die mir da schon sehr sympathisch waren, und ja, hat sich eigentlich nur bestätigt. Es sind super,
super coole Leute, die hier arbeiten. Also Bedenken, dass wir irgendwie was nicht zeigen wollen, hatte ich im ersten Moment eigentlich nicht. Klar, mit Thomas, das sportliche Thema ist immer irgendwo sensibel. Nach dem ersten Gespräch habe ich gespürt, dass er gar nicht dagegen war. Vor allen Dingen, weil halt Philipp auch sehr nah am Team dran ist und er Philipp kennt. Also klar bin ich so ein bisschen das Bindeglied zwischen Philipp oder den Medien und dem Team. Generell unterschätzt man das, glaube ich, weil jeder so seine eigenen Macken hat. Also man muss wissen, wie man mit einer Person spricht, wann man ihr schreibt oder mit welchen Worten man das jetzt ausdrückt, dass man ihn unbedingt ganz dringend braucht oder ob man ihn besser anruft. Da sind so die speziellen, keine Ahnung, Einzelheiten, die man wirklich dann beachten muss, um das auch wirklich kurzfristig, aber auch gut über die Bühne zu bringen, dass beide Seiten, sowohl das Medienteam, Philipp, Dustin, dass die da zufrieden sind und auch die Spieler nicht gestresst werden oder dass da halt ein gutes Ergebnis rauskommt. Ja. Der André war da in den Tätigkeiten in der Organisation noch tiefer mit drin. Meine Aufgaben waren dann eher, das Ganze irgendwo zu schauen, dass es in die richtige Richtung geht und natürlich dann den Kontakt mit den Sponsoren auch zu suchen. Da sind wir ganz nach dem Merlin-Style irgendwo unterwegs und versuchen da irgendwie relativ viele ins Boot mitzunehmen. Und es ist uns dann in dem Zug dann auch gelungen. Wir haben alle Top-Sponsoren sozusagen bei uns angesprochen. Mit Hakro vorne dran, mit der VR-Bank, mit Hosta, mit Schubert, mit Leonard Weiss und eben Papst. Haben da die 7 Top-Sponsoren sozusagen irgendwo mit ins Boot reingenommen, dass wir das gemeinsam wuchten. Man hat 100% Rückendeckung hier vom Club und von allem, die da irgendwie mit reingehen. Und wenn wir was anpacken, dann 100% richtig. Bis auf, ist dann nach dem Alba-Spiel irgendwie mit dem Coronavirus erstmal zu einem Stillstand der Liga gekommen ist. Und das ist irgendwie uns nicht so ein schönes Ende für die Doku bereitet. Auf der anderen Seite wieder eine große Herausforderung ist einfach, die Story komplett umzuplanen und zu überlegen und zu improvisieren. Wir hatten natürlich noch einige andere Sachen geplant für die Doku. Zum Beispiel wollten wir so eine kleine Home-Story machen mit Dwayne und seiner Frau und mal gucken, okay, wie leben die hier so in Crailsheim. Wir wollten mit Thomas, der ja an den Matchdays immer laufen geht, wollten wir auch mal irgendwie mitgehen. Das ist jetzt durch den Coronavirus, der umgeht, halt eigentlich alles nicht mehr möglich, weil wir uns halt fernhalten müssen von den Leuten. Das hat uns so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir stellen die Planung jetzt um, wir werden die Episoden trotzdem machen, das wird trotzdem geil, wir haben trotzdem super viel gutes Bildmaterial, gute Interviews, deshalb lassen wir uns davon jetzt nicht die Laune verderben. Ja, ich würde schon sagen, dass ich stolz darauf bin, dass wir das im relativ kleinen Rahmen, aber sehr professionell schon abgehalten haben und dass die Zusammenarbeit super gelaufen ist. Ich würde sagen, diese Merlins-Dokumentation ist auch wieder ein Spiegelbild dieser Merlins-Familie, wie stark eigentlich so eine Familie sein kann. Die Merlins sind groß geworden durch Spirit, durch Zusammenhalt und durch viel ehrenamtlicher Unterstützung, egal in welchem Bereich es war, von Auf- und Abbau, über Fahrten, sonstige Themen, und dadurch sind die Merlins stark geworden und das sollten wir uns beibehalten. Ich glaube, dann können wir uns in Zukunft auf noch ganz tolle Projekte freuen. Die Clubs, die noch über uns stehen in der Tabelle, ich weiß, es sind nicht so viele und ich darf mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wir greifen nächstes Jahr wieder an. It's a wrap. Bingo, Ingo. Tschüss, meine Lieben. Auf Wiedersehen.